Einen wunderschönen guten Morgen. Frohe Ostern auch noch. Es ist Montag, der 13. April, Ostermontag. Und ich möchte mich heute mit einem kurzen Video an die Freunde des Vitalstoffblogs finden und an all diejenigen, denen ja, die gegenwärtige Krise um das Coronavirus oder die Krise um die Abwehr des Coronavirus am Herzen liegen, die sich aber auch für Gesundheit im Grundsätzlichen interessieren. Das heißt also auch die Zusammenhänge von Gesunderhaltung und Prävention und auch ja, natürlicher Unterstützung von Heilungsprozessen interessieren. Ich habe diese Sendung genannt intensivmedizinische Erkenntnisse, denn ich möchte berichten über interessante Aspekte, die ich so erkenne, wo ganz offensichtlich ein Umdenken einsetzt in der Fachwelt, in der Medizin, in der Ärzteschaft. Es geht also heute nicht so sehr darüber, wie schwer diese Erkrankung als solche ist und welche Maßnahmen dazu angemessen oder notwendig sind, sondern tatsächlich möchte ich heute berichten über sehr hoffnungsvoll stimmende Zeichen, die darauf hindeuten, dass auch in dem Mainstream, im medizinischen Mainstream ein Umdenken einsetzt hinsichtlich der Art und Weise, wie hier mit der Erkrankung, mit dem Virus umgegangen wird, beziehungsweise wie Menschen behandelt werden, Patienten behandelt werden und was man drumherum tun kann. Ich möchte beginnen mit einem Bild eines jungen Arztes aus New York City. Dr. Cameron Kyle Sedell ist Intensivmediziner. Er war Arzt auf einer Intensivstation in einer Klinik in New York City. Der hat mit einem Video oder mit mehreren Videos aus seiner Erfahrung berichtet, was er sah bei Patienten, mit denen er intensivmedizinisch umgegangen ist. Und das, was er berichtet hat, war, dass die Werte, die Blutwerte von Patienten, Sättigungswerte von Sauerstoff im Blut sehr schlecht waren, aber dass es auf der anderen Seite ganz untypische Situationen gewesen sind, wo normalerweise Patienten in diesen Situationen nicht mehr wirklich artikulationsfähig sind, also nicht nur schwere Beschwerden haben zu atmen, sondern auch zu sprechen, kaum noch ganze Sätze formulieren können oder eigentlich gar nicht mehr. Und das war hier in diesem Fall, sagt Kyle Sedell, nicht der Fall. Und er hat dann berichtet, dass es darüber dann zur Auseinandersetzung gekommen ist, weil das Protokoll, die Richtlinien für die Behandlung von Patienten mit bestimmten Sättigungswerten dann die Einleitung der Intubation, der künstlichen Beatmung vorsehen. Und genau das ist etwas, was nach Meinung von Dr. Kyle Sedell möglicherweise problemverschärfend hier gewirkt haben könnte. Das war das, was er berichtet hat. Ich habe dann mich gefragt, wie kann ich diese Informationen hier ins deutschsprachige Publikum hineinbringen. Übersetzungen mache ich gerne, aber das war ein Video und das war eine sehr lebhafte Schilderung. Mir ist dann aber auf einem anderen Wege tatsächlich ein Audiomitschnitt eines deutschen Arztes zugegangen, beziehungsweise ja, zugeschickt worden. Und dieser Audiomitschnitt ist auch auf Facebook öffentlich aufrufbar und ich möchte ihn jetzt einfach mal einspielen. Ich kann dir wirklich nur aus unseren Erfahrungen berichten. Jeder macht sich ja seine eigenen Erfahrungen. Ich habe jetzt seit 2 Wochen wirklich zunehmend diese Patienten. Wir haben 35 Covid-Patienten symptomatisch im Krankenhaus
und 20 bis 30 Patienten noch mit Verdachtsfällen auch isoliert. Außer Covid und Verdacht auf Covid haben wir im Krankenhaus seit nichts mehr. Wir sind also ein sogenanntes Covid-Krankenhaus. Entsprechend habe ich natürlich auf der Intensivstation auch nichts anderes. Die jüngsten Patienten sind 36, hochsymptomatisch, aber soweit kardiopulmonal stabil, dass sie nicht auf die Intensiv müssen, obwohl teilweise die Sättigungen und die Werte ganz was anderes verlauten lassen. Und natürlich teilweise auch 90-Jährige. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zwischen den Guidelines, ganz offiziell rausgegebenen, und den, sage ich mal, Erfahrungen, die man vor Ort macht, oft große Unterschiede sind. Wir haben durchaus am Anfang uns eigentlich so verhalten, dass alle Patienten mit sehr schlechten Sättigungen, hoher Atemfrequenz, zunehmende respiratorische Erschöpfung frühzeitig intubiert haben, weil es ja immer geheißen hat, schnelle Intubation, Notfallintubationen meiden keine AOS-Rollbelastung für die Pflege, und haben eigentlich nach der Einleitung durch die Bank die Patienten abschmieren sehen. Hochdosiert katecholaminpflichtig, das ganze Kartenhaus zusammengebrochen, ARDS, Bauchlage, Intubation, also hier künstlich beatmet, tagelang mit schlechten Werten, dann zunehmend schlechtende Niere, Zentralisation, Organversagen. Da ist in der Regel keiner wieder aufgewacht, entweder gestorben oder immer noch an der Beatmung mit kaum richtig Besserungstendenz. Wir haben jetzt uns erlaubt, bei Älteren tatsächlich auch mal nur mit NIF-Therapie zu versuchen, nicht invasiv. Dazu gibt es spezielle Helme, sieht aus wie Astronautenhelm, durchsichtig mit Reißverschluss. Das kann man über mehrere Stunden dran lassen. Dann macht den Reißverschluss auf, steckst es über den Kopf drüber, der kann essen und trinken, und dann macht den Helm wieder drauf. Da ist einfach nur etwas Überdruck drauf, sodass, wenn er alleine einatmet, er eben mit Überdruck sich das Atmen erleichtert. Diese Patienten haben teilweise katastrophale Sättigungen, 75 oder auch nur 70. Die BGA sagt nichts Besseres, hohe Atemfrequenz, Fieber, denen geht es nicht gut. Aber wenn du sie fragst, sagen sie zu dir: Ich komme zurecht, es geht schon. Also extreme Diskrepanz, die wir feststellen zwischen klinischem Befund aufgrund der Werte, Röntgenthorax furchtbar ausschauend, LDH hoch. Alle Lymphopen, CRP, wenn hoch ist, ein schlechtes Zeichen. Wenn Troponin dabei ist, auch schlechtes Zeichen. Aber den Patienten geht es oft ausgesprochen gut dabei. Und sobald man überreagiert und sie zu schnell an die Beatmung nimmt, hast du sie gefühlt verloren. Und solange, wie man es irgendwie geht und es rauszögert, wir haben hier mehrere 80-Jährige, die das tagelang toleriert haben, die dann wirklich hier gegessen haben, sich mit uns unterhalten haben. Ich habe gestern leider zwei solche Patienten verlegen müssen, weil ich Patienten notfallmäßig intubieren musste und hatte kein Bett mehr frei. Ich musste die Patienten in unserem OP-Saal an eine Narkosemaschine hängen. Dort wurden die dann versorgt, ZVK, Arterie, Katecholamine. Musste dann die zwei alten Herrschaften mit NIF-Therapie verlegen, um dann wieder Platz für die aus dem OP zu haben und die dann auf die Intensiv holen zu können. Und habe dringend den anderen Krankenhäusern abgeraten, den gleichen Fehler zu bereiten. Die haben natürlich auch auf Intubation gedrängt, dass man das machen muss. Sag ich, mach's nicht, wenn es nicht notwendig ist. Und ich erfahre heute, bei Ankunft sind sie intubiert und beatmet worden, sind total abgeschmiert und liegen jetzt genauso katecholaminpflichtig in Bauchlage mit desolatem Zustand. Und gestern noch winkend, vorher gegessen, mit Appetit sich von uns verabschiedet. Furchtbar, was zu erfahren und zu erleben, dass mittlerweile auch auf kollegiale Ratschläge nicht mehr gehört wird. Eine Arroganz, die teilweise auch in unserer Ärzteschaft und hier wirklich Missachtung von anderen Erfahrungen. Ich finde es extrem schade. Da hoffe ich, dass vielleicht in dieser Zeit auch viele dazulernen. Wir lernen täglich dazu und machen uns unsere Erfahrungen, weil wir leider sehr viele von diesen Patienten haben. Und ich hoffe, dass wir da auch besser werden. Wir werden zukünftig, das machen wir jetzt auch schon ein paar Tage, Fieber so gut wie nicht senken. Eben nicht diesen Reflex 39 Fieber, ein Gramm per Falkan, wunderbar, freuen wir uns bei Fieber frei. Ich denke, dass diese Virus, wir haben keine quasi Therapie aktiv gegen den Virus, aber ich kann symptomatisch behandeln. Und eine Hyperthermie, die Viren sind extrem temperatursensibel. Der Körper regelt die Temperatur hoch, ist wahrscheinlich besser als jedes Antibiotikum.
Und Postwenden kriegen sie bei uns 1 Gramm per Falkan hingehängt. Wir müssen uns da teilweise wirklich erstmal umdenken in auch unseren intensivmedizinischen Vorgehen. Da scheint weniger mehr zu sein. Auch gerade dieses Alternativsupplementieren, Vitamin C. Wir machen Vitamin D genau diese Schiene und haben damit momentan keine schlechten Erfahrungen gemacht. Man muss sich nur trauen, cool zu bleiben und die Werte zu beobachten und zu tolerieren und achtsam zu sein. Und das geht bei den meisten erstaunlich gut. Ein schöner Fall, 85 Jahre auf der Station Covid positiv, furchtbares Röntgenbild, Atemnot, schlechte Werte. Der Patient sollte auf die Intensiven, sagte, er will das nicht, er will nicht beatmet werden. Wenn er stirbt, dann stirbt er. Jeden Tag ging es dem besser. Der hatte zwar schlechte Werte, hat gegessen, war in seinem Zimmer isoliert, hat jeden Tag winkend aus seinem Zimmer bei der Visite rausgegrüßt. Der geht nach einer Woche stationären Aufenthalt morgen nach Hause. Recht hat er behalten. Ich drücke euch die Daumen, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Ja, das war dieser Mitschnitt, wie gesagt, auf Facebook abzurufen. Er wird dort Herrn Dr. Tobias Schindler zugerechnet. Ich habe das noch nicht überprüfen können, ob es tatsächlich Dr. Schindler ist, aber ich habe trotzdem diesen Beitrag einfach mal eingespielt, um auch zu zeigen, dass es in der Ärzteschaft dieses Umdenken gibt. Und dieses Umdenken geht ja in Richtung der Stärkung der Abwehrfähigkeit eines Patienten und minimalinvasiver Therapien. Und das ist etwas, wo ja auch meine eigene Beschäftigung mit dem Thema Covid und Coronavirus hier begonnen hat, vor inzwischen ja fast 3 Wochen, wo mein erster Beitrag tatsächlich im Blog lautete, dass es, wenn es eine neuartige Entdeckung eines Virus gibt, ein neuartiges Virus, was immungeschwächte Patienten gefährden kann, dann macht es doch allen Sinn, neben Schutzmaßnahmen wie Isolation von Gefährdeten, dass sie sich also nicht unnötig anstecken, trotzdem darüber nachzudenken, was man tun kann, um das Immunsystem zu stärken, um die Abwehrkräfte zu stärken, für den Fall, dass es dann doch zu einer Ansteckung kommt, die ja auch nicht ausgeschlossen werden kann, weil über dieses Virus relativ wenig bekannt ist und sehr, sehr schlecht öffentlich kommuniziert wird. Und so war jetzt eben auch dieser Beitrag dann ein Geschenk des Himmels, will ich mal sagen, weil es das unterstrichen hat und betont hat, was eben auch der Dr. Kyle Sedell aus New York berichtet hat. New York ist ja einer der Hotspots gegenwärtig in der auch medialen Berichterstattung über diese Krise, aber es zeigt sich immer mehr, dass diese Krise tatsächlich auch nicht unerheblich von der Art und Weise bestimmt wird, wie öffentlich vorgeschrieben hier herangegangen werden muss. Und das ist etwas, was uns zu denken geben sollte. Es war dann tatsächlich auch sehr interessant, dass wir in dem Beitrag, den Dr. Kyle Sedell zu Wort kam, wurde dann eine weitere Quelle genannt. Ich habe jetzt hier schon mal angezeigt, Dr. Paul Merrick. Er ist Chef der Intensivmedizin an der Universität von East Virginia. Und dort hat man auch erkannt, dass es für Covid-19 möglicherweise ein ganz anderes Herangehen braucht. Also hier noch einmal als Übersicht. Und es geht Ausgang dann eben von einem hier als Dr. AB aus New York City benannten Arzt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es das Beispiel von Dr. Kyle Sedell gewesen. Möglicherweise auch noch weitere, die feststellen, dass es eben nicht das klassische ARDS-Bild ist, wie ja auch der deutsche Arzt vorhin geschildert hat. Und daraufhin hat die Universitätsklinik von East Virginia ihrerseits Schlussfolgerungen gezogen. Und die möchte ich jetzt hier einfach einmal auch explizit nochmal hervorheben, denn sie liegen
erfreulicherweise sehr im Rahmen dessen oder sehr auf der Linie dessen, was, sagen wir mal, der gesunde Menschenverstand eben auch nahelegt und was der Tenor meiner ersten Beiträge war. Und das heißt also tatsächlich auch die Vorbereitung, die Vorsorge, die Prävention von Erkrankungen dadurch abzumildern, indem man das Immunsystem stärkt. Und hier werden ganz konkret eben Vitamin C, Zink, Melatonin und Vitamin D als Prävention vorgeschlagen. Und aber natürlich auch dann hinterher weiter zur Behandlung eingesetzt bei milden Symptomen. Ich habe hier nur einen Ausschnitt der Handreichung abgebildet bei milden Symptomen. Aber ganz grundsätzlich ist erstmal nur für mich, das wollte ich zeigen, wirklich sehr bemerkenswert, dass hier das Umdenken in der schulmedizinischen Community einsetzt, dass es erkannt wird, dass invasive Methoden wie die Intubation, bei der Patienten ja tatsächlich komplett stillgelegt, gelähmt werden, damit auch der Widerstand aus dem vegetativen Nervensystem eines Patienten, was sich gegen einen solchen Eingriff wehren würde, weil er da ein Schlauch bis in die obere Lunge hineingeführt wird und das natürlich völlig unnatürlich ist. Das unnatürlich ist und insofern werden diese Patienten komplett ruhig gestellt und dann auch mit teilweise hohem Druck dann bearbeitet und es scheint sich zu zeigen, dass dieser Druck mehr schadet, als er nutzt und dass eben die Sauerstoffsättigung auch auf andere Weise hergestellt werden kann. Und Vitamin C beispielsweise ist natürlich neben vielen Eigenschaften auch wichtig für die Fähigkeit des Blutes, Sauerstoff zu binden. Das sind Informationen, die ich aus einem privaten Call, aus einem privaten Gespräch mit Dr. Rhonda Patrick jetzt mal referieren möchte. Das war tatsächlich eben privat. Dr. Patrick ist eine ausgewiesene Expertin im Bereich der Mikronährstoffforschung. Sie ist Schülerin von Professor Bruce Ames an der University in Berkeley. Also sie hat dort bei ihm als Forschungsassistentin jahrelang mitgearbeitet und auch selber umfassend publiziert. Und in dem Gespräch, was sie für einen kleineren Kreis gegeben hat, was ich auch anhören durfte, da geht es neben einer Erklärung dessen, was das Virus letztendlich von seiner Struktur her ist und was es mit dem Immunsystem macht, nämlich dass es im ersten die angeborene Immunabwehr des Körpers zu umgehen scheint, um dann anschließend mit dazu beizutragen, dass im Weiteren die Immunreaktionen, die ja vielschichtig sind, das ist ein Immunsystem und hat eben unterschiedliche Aspekte, aber hinterher dann eben zu einem Zytokinsturm führen, zu einer Zytokinsturm sind Aspekte, die dann auch bei Blutvergiftungen zum Tragen kommen, bei einer Sepsis. Und die wird dann letztendlich sehr, sehr schwerwiegend und häufig dann auch tödlich, dieser Zytokinsturm. Aber entscheidend ist, dass es dem Virus zunächst einmal auch tendenziell leicht gemacht wird, je schwächer der Metabolismus und der Stoffwechsel eines Menschen ist, diese normale angeborene Immunabwehr auszuhebeln. Und um das zu verhindern, ist insbesondere Vitamin D nach Aussage von Dr. Patrick ganz entscheidend. Das hat sie umfassend und auch mal jetzt aktuell vor dem Hintergrund recherchiert und die Forschung durchgesehen. Sie spricht von Einheiten, von sicheren Einheiten, von sicheren Zufuhrmengen, die bei bis zu 10.000 Einheiten pro Tag internationalen Einheiten liegen. Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, ich referiere, das ist keinerlei, bitte nicht als ärztlicher Rat zu verstehen, ich bin ja auch kein Arzt, sondern ich möchte einfach dazu beitragen, dass Informationen einfach in den öffentlichen Raum kommen, um dort eine Meinungsbildung, eine kritische Meinungsbildung mit zu unterstützen und zu schauen, was kann man denn tun, um schwache Menschen, geschwächte Menschen zu unterstützen mit gesundheitlichen Herausforderungen, wie jetzt dem Coronavirus besser fertig zu werden. Neben Vitamin D ist es auch Vitamin
Vitamin C in vielfacher Hinsicht, weil es auf der einen Seite gegen bestimmte Maßnahmen, die das Immunsystem ausführt, wo es zu Einsatz beispielsweise von körperlich produziertem Wasserstoffperoxid kommt, also einer sehr aggressiven Substanz gegen Pathogene, die das Immunsystem selbst herstellen kann, um sich dort das Gewebe und das gesunde Gewebe zu schützen, das körperliche eigene Gewebe zu schützen, ist dann Vitamin C unter anderem als Antioxidanz von Nutzen, nach dem, was Dr. Patrick erwähnt hat, aber auch für die weißen Blutkörperchen, die ganz offensichtlich mit einer sehr hohen Konzentration von Vitamin C in ihrem Zellkern ihre eigene Regenerationsfähigkeit und damit auch ihre eigene Leistungsfähigkeit gegen Pathogene hochhalten können. Und auch in dem Zusammenhang scheint es sehr interessant zu sein, dass es Hinweise gibt, Studien gibt, die zum Zusammenhang zwischen Vitamin C und Zucker, also Glucose, dann darauf hinweisen, dass ein hoher Glukosespiegel im Blut schwierig sein könnte, weil die Rezeptoren bei den weißen Blutkörperchen, über die Vitamin C aus dem Blutstrom aufgenommen wird, und um die Konzentration hochzuhalten, ähnlich strukturiert sind wie die Rezeptoren, an denen Glukose andocken würde. Und insofern ein hoher Glukosespiegel dann dazu führen kann, dass die Aufnahme von Vitamin C gehemmt wird und damit in der Folge die Abwehrfähigkeit des Immunsystems geschwächt wird, was dann dazu führt, dass sich ein viraler Angriff eben leichter durchsetzen kann und in der Folge dann eben auch zu überschießenden Immunreaktionen, Stichwort Zytokinstrom, führen kann. Zink ist ein Element, was ganz wichtig zu sein scheint für die antivirale Abwehr, also das heißt, die Reproduktionsfähigkeit eines Virus wird ganz offensichtlich nach Forschungsergebnissen erheblich durch Zink gehemmt. Das heißt, Zink ist ein wichtiges Element für das Immunsystem. Bei Zink scheint es so zu sein, dass die Schwierigkeit da besteht, dass der Stoffwechsel in der Lage sein muss, Zink tatsächlich auch in die Zelle hineinzubringen, wo ja das Virus dann auch wirkt. Und dazu sind bestimmte Kofaktoren hilfreich und notwendig. Und das ist eine Debatte, die momentan ja auch um bestimmte Medikamente öffentlich geführt wird, die auch, ich glaube, Präsident Trump hat da irgendeinen Fall sozusagen erzeugt, indem er ein solches Medikament für einen sogenannten Off-Label-Use, also sprich für einen Einsatz in einem Bereich, für den es eigentlich nicht zugelassen ist, ins Spiel gebracht hat. Worauf ich hinaus will, ist, dass dieses Medikament eben nicht so sehr selbst antiviral wirkt, sondern dass es helfen soll, Zink in die Zelle zu bringen. Auch das geht allerdings natürlich, und da hat Dr. Patrick auf Quercetin hingewiesen. Quercetin ist ein natürlich vorkommender Stoff, der unter anderem in grünem Tee auch anfällt, aber in vielen anderen pflanzlichen Substanzen ebenfalls vorkommt. Quercetin ist auch als Nahrungsergänzung erhältlich, und in Verbindung mit Zink ist Quercetin ganz offensichtlich hilfreich, diese antivirale Abwehr zu unterstützen. Noch einmal, das sind keine Heilaussagen, die ich hier machen möchte. Ich möchte Informationen in den öffentlichen Raum geben, die dazu beitragen sollen, einen kritischen und eigeninformierten Umgang mit den Möglichkeiten zu schaffen, die uns offenstehen, um die Abwehr gegen die gegenwärtige Bedrohung von Viruserkrankungen zu stärken, beziehungsweise um die Selbstheilungskräfte des Körpers zu unterstützen. Und der Zweck dieses Beitrags ist es gewesen, darauf hinzuweisen, dass sich diese Erkenntnis, dass dieser Weg, die Stützung der Konstitution eines Menschen, eines Patienten, sowohl präventiv wie auch therapeutisch, ganz offensichtlich auch schon in der Schulmedizin, in der Intensivmedizin angekommen ist. Zum Schluss hier noch ein Hinweis auf die Frage, wie sind denn diese Viren, wie ist das neue Virus einzuschätzen, wie schwer ist es? Und da hat es dann eine Debatte gegeben,
ob das zulässig ist, das mit der Influenza zu vergleichen. Und wenn ja, also dann eben nicht mit der normalen, Anführungszeichen, Grippe. Es sind die Horrorszenarien, die sehr wohl immer bemüht werden, ist das Ausmaß der Todesfälle durch die sogenannte spanische Grippe von 1918, 1919. Und die ist, da ist etwas interessant, auch dort hat es schon bereits 2008, im Übrigen war dort der Dr. Fauci, der momentan für Amerika eine wichtige Person da ist, der hat dazu beigetragen, auch dort zu zeigen, dass diese Influenza, diese spanische Grippe eben auch nicht aus sich selbst heraus so gefährlich geworden ist, sondern weil sie die Abwehrkräfte des Körpers zunächst geschwächt hat, auf die sich dann in der Folge bakterielle Keime dann draufgesetzt haben und eine bakterielle Lungenentzündung in einem vorher durch das Virus geschwächten Gewebes erzeugt hat. So, ob das jetzt tatsächlich in diesem Fall auch so ist, dass sich diese Gefährlichkeit des Virus in ähnlicher Weise abbildet oder ob es andere Faktoren sind, die dann zum Tod der Menschen führen, die wir durch Covid-19 verloren haben oder mit dem Virus verloren haben, das ist ja genau die spannende Frage. Das wird zu klären sein, aber es sollte tatsächlich auch aus unserer Sicht, aus meinem Verständnis eines kritischen Bürgers, alles dafür getan werden, unsere Behörden, auch die Wissenschaft, tatsächlich aufzufordern, ihrer Verantwortung gerecht zu werden und hier ganzheitlich auch Zusammenhänge zu betrachten und nicht einfach Wege, die nach Richtlinien vorgeschrieben sind, wie bei dem Beispiel mit der Intubation der künstlichen Beatmung, starr durchzuziehen. Das setzt die Ärzteschaft, die behandelnden Ärzte und Pfleger unter enormen psychischen Druck. Die leisten eh schon Großes jetzt in dieser Phase. Es setzt natürlich aber auch die Patienten einer Gefahr aus, die möglicherweise vermieden werden kann. Und es sollte uns als Gesellschaft dann eben auch etwas geben, dass wir uns klar werden, dass es gewisse gesundheitliche Gefahren immer gegeben hat und immer gibt. Und dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in diesem Fall Erklärungen gibt, die die besondere Situation von SARS-CoV-2 beziehungsweise von der durch dieses Virus dann mit indizierten Krankheit Covid-19 erklären können. Das war Zweck dieses Beitrags, sollte Zweck dieses Beitrags sein. Ich hoffe, es ist mir einigermaßen gelungen. Ich danke für die Aufmerksamkeit, freue mich über Feedback, über positive Bewertungen für meine Arbeit hier, die, wie gesagt, vor allem mal dazu beitragen soll, Informationen abzuwägen, kritisch zu wägen, um sich daraus eigenverantwortlich auch Meinungen zu bilden und die auch dazu beitragen soll, dass wir in der Forschung Mut haben, eingeschlagene Wege immer wieder in Frage zu stellen, nicht leichtfertig aufzugeben, aber in Frage zu stellen. Das ist meiner Meinung nach das Wesen auch von Wissenschaft, dass sich Erkenntnisse permanent vor dem Hintergrund von Beobachtungen neu bestätigen müssen. Aber um sie zu bestätigen, müssen sie zunächst einmal hinterfragt werden. In diesem Sinne, weiterhin alles Gute, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und freue mich auf die nächste Begegnung. Bis dann. Tschüss.